Ja, also ich würde sagen, das, was letzte Woche in Wolgast stattgefunden hat, das ist ein größerer Skandal gewesen. Also, was ist dort passiert? Es war ein Redner auf der Bühne gewesen, der erkennbar als Zorro halt da stand, ein weißes Set auf der Brust hatte und sich klar gegen Krieg halt ausgesprochen hatte. Und dieses Kostüm war auch nur Teil der Rede gewesen. So, nun kann es halt sein, dass die Polizei von der Staatsanwaltschaft oder von der Politik die politische Anweisung bekommen hat, dass jeder, der ein weißes Set zeigt und irgendwie was im Zusammenhang mit ja, dem Ukraine-Konflikt halt sagt, also den Ukraine-Lugansk-Donetsk-Russland-Konflikt, dass man seine Personalien fällt hat. Ne? Und gut, dann ist es auch möglich, dass auch die Polizei das vorher abgefilmt hat, um auch B- oder entlastendes Material halt vorzuweisen. Zum Beispiel, ich war auch letztes Jahr in Leipzig einmal festgesetzt worden in einer größeren Gruppe auf dem, naja, im Zuge einer größeren Gruppe, allerdings unter Kontakt, unter Bewahrung der Abstände und so weiter. Und meine Personalien wurden auch einfach aufgenommen und es kam einfach nichts. Ne? Ich wurde dort einfach auch zu, ja, zwei, anderthalb Stunden einfach zu Unrecht festgehalten und es kam einfach nichts. So, wie hätte man dort eigentlich reagieren müssen und was wäre eigentlich der Standard gewesen? Vor einem Jahr, hier bei meiner ersten Versammlung, auf den Tag morgen, glaube ich genau, hatten wir auch einen Musiker gehabt, der auch einiges ins Mikrofon gesagt hatte, was nicht abgestimmt war. Und ja, dieser Musiker kam einfach sehr spontan auch an und am Ende wurde ich auch gefragt, dass nach dem Personal oder dass er sich nochmal bei der Polizei ausweisen könne und ja, das funktioniert auch einfach und es, ja. So kann man das eben auch machen, ne? Dass man einfach mal die Versammlungsleitung rantritt und eben mal fragt, ob derjenige nochmal auf sie zukommen kann und sich halt ausweisen kann. Und dann geht auch alles seinen Lauf. Allerdings, was nicht geht, ist, dass man dann wirklich provokativ einen Menschen aus der Masse rauszieht, ohne dass Leute halt wissen, warum und wieso und weshalb. Diese Vorfälle, die waren halt in Wolgast schon sehr, sehr häufig gewesen. Man hat schon Leute rausgezogen, weil sie einen achteckigen gelben Stern auf der Brust hatten mit Aufschrift Friedrich und dergleichen mehr. Das ist einfach eine Zumutung, das ist einfach Schikane, es ist eine Verächtlichmachung, ja, die Leute werden damit mutwillig halt eingeschüchtert, obwohl wir hier eigentlich eine Meinungsfreiheit haben. So, und es ist nach Biedermanns Diagramm des Zwangs, ist es einfach, ja, Psychoterror, psychologischer Terror und das darf eigentlich in einer Demokratie nicht sein, sondern das sind eigentlich Merkmale in einer Diktatur. So, und was ist dort passiert dann? Ja, natürlich haben sich die Leute auf dem Spaziergang dann gleich solidarisiert, haben halt darauf aufmerksam gemacht. Die Versammlungsleitung hat die Kontrolle über ihre Versammlung verloren und ja, es gab eigentlich andere Mittel, die auch ja, eigentlich nach Protokoll immer eigentlich durchgeführt werden müssten. Also die einfachen Mittel, einfach mal bei der Versammlungsleitung nachfragen, den einen Redner nochmal bitten, sich halt auszuweisen. Aber nein, es musste eine mutwillige Störung verursacht werden, was eben zur Sprengung der Versammlung geführt hat. Und damit hat sich meines Erachtens die Polizeiführung bezüglich des Versammlungsgesetzes § 21 strafbar gemacht. Das heißt nämlich Sprengung einer Versammlung, Störung und Sprengung einer Versammlung, die nicht verboten ja, oder ja, beendet war. Und das ist ja, das ist das Absprechen von ja, Meinungsfreiheit, das ist richtige Schikane, das ist. Und das ist eben auch noch sogar unter, ja, das ist sogar noch unter Beteiligung von Waffengewalt halt passiert. Die Polizisten tragen eben auch immer sichtbar an ihren Gürtel Waffen, Schusswaffen. Und insofern ist er auch passiv damit auch sozusagen, ja, das sozusagen wird angedroht, sozusagen eine höhere Schwelle, dass sich das schon wieder zu widersetzen. Das ist eben, ja, kommt der Schere noch hinzu. Darum erbitte ich auch die Polizeieinsatzleitung und eben auch den Innenminister Herrn Pegel, hier nochmal eine Stellungnahme abzugeben, warum jetzt die Polizeieinsatzleitung dort so handelt. Weil für mich ist das einfach,
ja, ein Zeichen der Diktatur, und das will ich jetzt auch mal geklärt haben. Und ja, vielleicht können auch nochmal heute Leute des Holgasser Orga-Teams auch nochmal ein bisschen dazu was sagen, müssen allerdings nicht. Und ja, dementsprechend heute eben auch Z wie gegen für Zensurfreiheit und Z für Zorro. Vielen Dank dafür. So, weiteres Thema. Wir haben jetzt ja am Freitag miterlebt, dass hier die Hotspot-Regelung rechtswidrig war, was die Landesregierung, womit wir hier schikaniert wurden. Leute mussten weiterhin Maske tragen, da war es natürlich eine Beeinträchtigung ihrer Gesundheit ist, und ja, da ist eben auch Schaden entstanden, und wo wahrscheinlich einfach keiner drüber redet oder reden mag, bis auf wir eben. Ne? So, und gut, jetzt zum 28.04. soll ja auch noch weitaus mehr auslaufen, und warum demonstrieren wir hier noch? Wir stehen hier vor allem jetzt aktuell in erster Linie für die Abschaffung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Wir haben immer noch den Zustand, dass Menschen, die ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit wahren wollen, aus Berufen gedrängt wurden. Das kennen wir aus der Geschichte von 1933, wo eben auch Juden auch Berufsverbote bekommen haben im Beamtentum. Und ja, ich wüsste sonst erstmal nicht, womit das sonst vergleichbar ist. Also hier werden Leute aus ihren Berufen, die sie lieben, weil sie sozusagen für Menschen da sein wollen, pflegen wollen, aus ihren Berufen gedrängt. Und wir stehen hier dafür, dass eben jetzt als nächstes auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Mecklenburg-Vorpommern ausgesetzt wird, so wie es mittlerweile auch schon in Bayern ausgesetzt wurde. So, wie können wir das erreichen? Wie können wir das erreichen? Unsere Landesverfassung von Mecklenburg-Vorpommern sieht die Möglichkeiten von Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksabstimmungen vor. Eine Volksinitiative ist, wenn man einen Gesetzesvorschlag macht und dafür 15.000 Unterschriften sammelt von Wahlberechtigten, dann hat man die Möglichkeit, dass der Landtag sich damit befassen muss. Damit kann man sozusagen ein Thema auf die Tagesordnung des Landtags bringen. Des Weiteren gibt es ein Volksbegehren. Ein Volksbegehren ist, wenn man 100.000 Stimmen für, also Unterschriften für einen Gesetzesvorschlag bekommt. Dann ist es so, dann kann der Landtag es immer noch ablehnen. Allerdings, wenn er es dann ablehnt, dann gibt es eine Volksabstimmung. Das ist zweimal, also es gab zwei Volksabstimmungen. Das eine war zu 1994. Da wurde nämlich die Landesverfassung verabschiedet über eine Volksabstimmung. Und es gab eine Volksabstimmung zur Kreisgebietsreform. Da war nämlich eben zuerst ein Volksbegehren, schon eine sehr, sehr hohe Hürde. Also 100.000 Unterschriften, das ist hier, da müsste man die Unterschriften von 7,5% der Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorpommern dafür akquirieren. Das ist eine extrem hohe Hürde. Allerdings, ich denke, man könnte das mal angehen, mal versuchen, oder zumindest eben eine Volksinitiative, um da zumindest ein politisches Gewicht erstmal für, zu bekommen, dass es wirklich hier darauf aufmerksam gemacht wird, dass Leute aus dem Beruf gedrängt werden, für nichts und wieder nichts, weil nämlich das RKI sagt nämlich selbst, Impfung ist Eigenschutz. Infektionsschutz ist Eigenschutz. Diese Impfung hat keinen Fremdschutz, daher ist es vollkommen willkürlich und unverhältnismäßig, dass diese Leute aus ihren geliebten Berufen gedrängt werden. Ich werde versuchen, die nächsten Tage das bei uns in der MV Orga mit anzusprechen, und dass wir das auch auf unseren Demos dafür werben. Und ich denke, auch viele Selbstständige sind auch dabei, weil auch jeder Geimpfte ist davon nämlich auch passiv betroffen. Wenn nämlich Leute, die jetzt aufgrund, dass sie diese Covid-Shots nicht erhalten haben, weniger krank sind, denn es zeigt sich eben, dass diese Impfung das Immunsystem schwächt,
ja, damit haben wir einfach eine geringere Qualität im Gesundheitswesen. Und wenn man dann selber mal ins Krankenhaus muss, dann hat man da nur noch ja, teilweise ideologisiertes Personal oder ja, einfach zu wenig oder Leute, die ausfallen, krank werden und dergleichen mehr. Und es ist einfach, ja, warum will man die Leute aus den Berufen drängen und damit dann ja, ein geringeres Angebot für Gesundheit und Fürsorge und Pflegefürsorge halt da generieren. Das ist einfach eine Lose-Lose-Situation und daran sollten auch die Geimpften, die sich auch impfen lassen haben, aus überzeugen, auch daran interessiert sein, dass nämlich möglichst viele, die diese Berufe ausüben wollen, das auch eben machen können und auch mit Herzblut dabei sind. Und da sollte es eigentlich egal sein, ob man von dieser Impfung überzeugt ist oder nicht. Und darum werden wir darum bitten, diese Volksinitiative, also für diese Unterschriften, das können wir demnächst mal angehen und dann bringen wir das mal auf die Tagesordnung und zeigen der Frau Manuela Schesig, wie Demokratie geht. Vielen Dank. Thank you.